Gut, ihr Lieben, wir wollten mit euch beiden ja nochmal explizit, separat nochmal was aufzeigen. Wir haben ja euch gestern in der Theorie erzählt, dass es das klassische Abrufen so in der Form bei uns nicht gibt und auch warum. Ne? Auch da versuchen wir uns natürlich an den natürlichen Verhalten der Hunde zu orientieren. Aber wir haben ja gesagt, trotzdem kann es ja sein, du kommst in eine Situation, wo du dem Hund halt sagen möchtest, ne, er soll sich wieder bei dir einfinden. Und das würde ich gerne nochmal separat mit euch zeigen. Das Ganze kann man natürlich erst aufbauen, wenn man die Sicherheit hat, dass wenn der Hund vor mir läuft und ich stehen bleibe, er stehen bleibt. Ne? Bevor man das nicht hat, wird es mit dem Einladen schwierig, weil wenn er immer aufs Stehenbleiben schon nicht reagiert, dann schlecht. Genau. Das heißt, wir laufen mit denen, wir bleiben stehen. Sobald die sich orientieren, ist die Geste, das ist für euch vielleicht auch für die Zuschauer nochmal wichtig, man zeigt im Prinzip auf den Hund, der stehen geblieben ist und ähnlich wie man es beim Autoaussteigen macht, man folgt mit dem Blick seiner Hand und zeigt dem Hund den Rückweg. Manchen Hunden hilft es, wenn man einfach nochmal ein, zwei Schritte rückwärts geht und so lädt man sie im Prinzip dazu ein, sich wieder bei uns einzufinden, ja. Das würde ich immer dann machen, wenn ich zum Beispiel, oder das mache ich immer mit meinem Hund, immer dann, wir sehen, es kommt ein Außenreiz und der Hund ist vorne und derjenige hat seinen Hund angeleint zum Beispiel, dann lade ich den Hund schon zu mir ein und sage, komm wieder hier zu mir und mache entweder die Leine dran oder lass die Leine ab und gehe in Freifolge. Ne? Kommt immer drauf an, was kommt uns da entgegen so ein bisschen. Ne? Aber dass wir einfach nochmal zeigen können, das ist dann am Ende, wenn sonst alles passt, ja, ist das nochmal eine Geschichte, die einfach der Vollständigkeit halber noch dazugehört. Genau, bleib mal stehen, warte und einladen, rückwärts. Ja, du brauchst noch nicht mal rückwärts gehen. Sehr gut, prima, komm, wir laufen weiter. Und es reicht uns, ne, wenn der Hund die Richtung wieder annimmt, findet sich wieder bei mir ein, ist alles okay. Bleib stehen, warte, jawohl, und ganz genau. Und wenn dir genau, wenn dir danach jetzt ist, eine Zuneigung, noch schöner wäre es, er kommt zurück, stupst dich an der Hand an. Spätestens dann heißt es, jawohl, jetzt gibt es eine Zuneigungsgeste. Ja, es geht, wichtig ist nur, es wäre fatal, jetzt irgendwie jubilierend zu loben. Ja, lass ihn, wir laufen weiter, der kommt schon hinterher. Ja, das wäre fatal, ja, weil dann würdest du den Hund hochdrehen. Und jetzt ist er ja eh schon ein relativ aktiver Hund, wenn wir jetzt irgendwie, oh, super, prima. Außerdem soll es natürlich ein Stück weit eine Selbstverständlichkeit sein. Ja. Ja, bleib stehen, warte, 21, 22, jawohl. Und jetzt haben wir mal ein bisschen spät, gehen wir zwei, ja, sehr schön, wunderbar. Ja, und der Hund kommt freudig, aufmerksam, im letzten Moment gehen die Öhrchen ran, ja. Er sagt, ne, dass er wirklich auch sehr respektvoll sich nähert, nicht dem Schweinsgalopp, wie wir gesagt haben. Ja, wir bleiben stehen, wir warten 21, jawohl, kannst schon rück, jawohl. So, ganz toll, sehr gut. Ja, das war das, was wir zeigen wollten, einwandfrei, prima. Sehr gut. Wir gehen noch mal kurz hier zum Olli. Also, lass den Hund Hund sein. Der guckt auch schon so nach uns. Also, wir wollten das ja noch mal separat einfach zeigen, dieses Zurückkommen. Was ganz wichtig finde ich für den Zuschauer ist, da hast du jetzt auch wahrscheinlich gar nicht so drauf geachtet, dass der Hund jedes Mal mit dem Blick von uns abgewandt war, als wir stehen geblieben sind. Ja. Ne? Und es ist so wichtig, diese 1 bis 2 Sekunden dem Hund Zeit zu lassen, ne? Dass er wirklich die Möglichkeit hat, das zu registrieren. Und das könnt ihr euch gerne zu Hause wirklich ein paar Mal angucken, weil viele können sich das überhaupt nicht vorstellen, ne? Dass der Hund, wenn er nach da schaut, mitkriegt, was da passiert. Und hier war es nochmal ganz, ganz deutlich zu zeigen. Und wenn es so ist, wunderbar, auch die Annäherung. Ja, das ist eben nicht, wie viele beim Abruf sich wünschen mit 200 Sachen. Sondern so, wie sie sich natürlicherweise auch wieder zurückorientieren würden. Und bei dir hat man dann, als er bei dir war, die Ohren leicht angelegt, was ein sehr respektvolles Annähern an den Menschen ist, so wie wir uns das auch wünschen. Gut, perfekt.